Angela und Nina Bezukhova für Italien am Start. Italien ist auch eines jener Länder, das aus einem schier unerschöpflichen Fundus an Tanzpaaren schöpfen kann. Man muss bedenken, vielleicht nicht eine sehr glückliche Planung, dass am selben Tag auch ein World Masters in Wiener Neustadt über die Bühne geht. Und da sind auch sehr, sehr viele Paare. Und da ist wirklich aufgefallen, sowohl in Graz als auch in Wiener Neustadt, Top-Paare, vor allem eben aus Russland, aus Italien. Aber auch das fällt auf. Es kommen immer mehr kleine Nationen, kleine Länder, die jetzt sich für den Tanzsport entscheiden und da auch wirklich viel investieren. Paare da wirklich ganz an die Spitze bringen. Andrei Zaitsev und Anna Kuzminskaya. Die großen Nationen, die großen Tanznationen, Russland, Italien, die sind, das kann ich wirklich sagen, in jedem Finale in irgendeiner Form vertreten. Nicht mehr den Status als Tanznation, wie er ihn früher gehabt hat, ist England. Daher haben die Paare in letzter Zeit eigentlich den Sprung an die Spitze verpasst. Nicht aber Alexei Silber und Anna Firstova. Und ich sag's immer wieder, in Russland, da ist der Tanzboom ungebrochen. Da gibt's 500 Tanzclubs und Schulen alleine in Moskau. Das muss man sich einmal vorstellen, was das für einen Stellenwert hat. Aber auch wenn jetzt kein österreichisches Paar es bis ins Finale geschafft hat, auch in Österreich kann man die Entwicklung, die der Tanzsport genommen hat, mit früher gar nicht mehr vergleichen. Die Paare sind gut betreut, sehr viele oder einige beim Heeressport. Dadurch natürlich die Möglichkeiten zu trainieren viel besser, als wenn es neben dem Beruf sein muss. Aber wirklich Top-Paare, die es da immer wieder schaffen, langsam die Karriereleiter hinauf zu tanzen. Auch Slowenien ist ein Land, das den Tanzsport für sich entdeckt hat und Juri Bartagej und Jagoda Strokej